Das sind zwei Dinge, die derzeit in der Welt fast 95% der menschlichen Energie in Anspruch nehmen: Geld und Sex. Überall, wo man hinschaut, trieft es entweder vor Geld oder vor Sex. Jede Werbung, jede Zeitschrift, jedes Buch. Ist etwas richtig oder falsch daran? Selbst 95 ist eine konservative Schätzung. Ja, beinahe 100%. Guruji, das ist eine Frage, die sich den meisten von uns im täglichen Leben stellt. Es geht um Geld und darum, warum der Mensch so dermaßen besessen von Geld ist. Gibt es so etwas wie eine gesunde Einstellung, die man gegenüber Geld entwickeln kann? Wenn du etwas dazu sagen könntest. Was ist an Geld ungesund? Money is just a means, isn't it? Geld ist nur ein Mittel, nicht wahr? Der Mensch ist nicht vom Geld besessen. Der Mensch ist besessen von dem, was man mit Geld kaufen kann, nicht wahr? Es ist die Ermächtigung, die das Geld mit sich bringt, welche die Menschen wollen. Es ist nicht das Geld, das sie wollen. Die Ermächtigung, die einem das Geld gibt, nicht wahr? Der Zugang zur physischen Welt und die damit verbundene Freiheit, die die Menschen wollen. Geld ist also nicht das Entscheidende. Geld als Mittel, ja. Stimmt also etwas mit Geld nicht? Was stimmt nicht? Wir haben es geschaffen, nicht wahr? Andernfalls hätten wir unsere Geschäfte auch weiterhin im Tauschhandelssystem abwickeln können. Weil unsere Transaktionen kompliziert wurden, weil der Tauschhandel zu umständlich wurde, haben wir die Währung geschaffen. Die Währung wurde umständlich, also haben wir eine Karte entwickelt. Es ist also nur ein Mittel. Ist etwas richtig oder falsch daran? Daran ist nichts richtig oder falsch. Wenn das Geld in deiner Tasche ist, macht es dein Leben einfach und bequem. Weil du etwas Geld in der Tasche hast, sitzt du heute hier und denkst an innere Entwicklung und so weiter. Wenn du im Slum wärst, ohne Geld in der Tasche, würdest du heute nicht hier sitzen und Shambhavi Mahamudra machen, nicht wahr? Du würdest nur darum kämpfen, das Haus am Laufen zu halten oder ein Boot zu bauen, das in deinem Haus schwimmt oder so etwas in der Art, nicht wahr? Weil du ein wenig Geld in der Tasche hast, kannst du heute hier sitzen, egal ob es regnet, es wird überschwemmt. Wenn es überschwemmt wird, ist es in Ordnung, wir werden im Hotel bleiben. Weil ein wenig Geld in deiner Tasche ist, so viel Freiheit, ist es nicht so? Wenn überhaupt kein Geld in deiner Tasche ist, wäre das nicht möglich. Es ist also nichts falsch an Geld. Geld in deiner Tasche ist gut, wenn es in der Tasche bleibt. Wenn es in deinen Kopf steigt, wird es zu einer Perversion. Für die meisten Menschen ist es in ihren Kopf gestiegen und zu einer Perversion geworden. Behalte das Geld in deiner Tasche, das macht das Leben einfach und gut. Du kannst sitzen und meditieren. Wenn man genug Geld hat, sodass man morgen nicht für seinen Lebensunterhalt arbeiten muss, kann man sich einfach einen Monat freinehmen und einfach meditieren, oder? Was der Mann, der um Geld für das morgige Essen kämpft, nicht tun kann, selbst wenn er es tun möchte. Geld in der Tasche ist also sehr gut. Geld in deinem Kopf, das ist eine Perversion, die dich zerstören wird. Du musst alles an seinem Platz belassen. Das sind zwei Dinge, die derzeit in der Welt fast 95% der menschlichen Energie in Anspruch nehmen: Geld und Sex. Money and Sex. Diese beiden Dinge verbrauchen im Moment fast 95% des menschlichen Potenzials. Ist das so? Selbst 95 ist eine konservative Schätzung. Ja, beinahe 100%. Wenn man Geld in der Tasche hat, ist das gut und schön. Genauso ist Sex, wenn er im Körper ist, schön. Aber wenn er in den Kopf steigt, wird er eine Perversion. Er ist in die Köpfe der Menschen gedrungen. Er ist nicht in ihrem Körper, er ist in ihre Köpfe gedrungen. Wenn er in ihrem Körper wäre, wäre er nicht die ganze Zeit da. Es wäre nur eine gewisse Zeit, nicht wahr? Er ist in ihre Köpfe gedrungen und es ist die ganze Zeit. This is a disease. Das ist eine Krankheit.
Wenn du weißt, wie du das Geld in der Tasche und den Sex in deinem Körper halten kannst, dann wirst du dein Leben gut leben. Du hast diese beiden Dinge in deinem Kopf bekommen, jetzt kannst du nicht gut leben. Du lebst wie ein kranker Mensch, denn es wird dich von innen heraus beherrschen und dich auf viele verschiedene Arten zerstören. Alles Schöne an dir wird dir genommen, sobald Geld und Sex in deinen Kopf steigen, nicht wahr? Siehst du, dass im Moment die ganze Welt entweder mit Geld oder mit Sex angemalt ist? Zumindest der zivilisierte Teil der Welt. Ist es nicht so? Überall, wo man hinschaut, trieft es entweder vor Geld oder vor Sex. Fahr einfach in der Innenstadt von Bombay und sieh selbst. Jede Werbung, jede Zeitschrift, jedes Buch trieft entweder vor Geld oder vor Sex. Ist es nicht so? Diese beiden Dinge sind kein Problem, wenn sie an ihren natürlichen Platz fallen, wo sie sein sollten. Sie sind gut. Sie haben ihre eigene Schönheit, die damit verbunden ist. Aber wenn du es in deinem Verstand überhöhst, dann wird alles hässlich. Geld ist also zu einem Problem geworden, weil du nicht weißt, wo du es belassen sollst. Belasse es in deiner Tasche. Es ist eine gute Sache. Wenn du dich gestresst, angespannt oder ängstlich fühlst, musst du wissen, dass sich deine eigene Intelligenz gegen dich gewendet hat. Wenn du verstehst, dass alle menschlichen Erfahrungen von innen kommen, wie kannst du dich dann nicht zur Perfektion organisieren? Inner Engineering bedeutet im Wesentlichen, sich selbst in einen Zustand zu bringen, in dem alle Fähigkeiten des Menschseins für dich und nicht gegen dich arbeiten.